Sensationell. Wie bekomme ich ein Wohnmobil so richtig sauber? Ja, die Profis brauchen dafür gar keine Chemie, denn man arbeitet mit sogenannten trockenem Dampf. Er ist nahezu trocken. Das ist das System. Es heißt MediCleanTech Micro Cleaner. Und du bist der Stefan. Grüß dich. Herzlich, Stefan. Ja, hallo. Ja, wenn ich dich jetzt hier so sehe mit deinem Wägelchen, mit allen drum und dran, das ist schon sehr praktisch, da ist ein langer Schlauch dabei, du kommst überall mit rein. Du sagst, mit diesem Dampf, der da drin ist, der macht gar nicht nass. Der macht nicht nass, in der Tat. Der Dampf ist so trocken, dass die Kontaktfläche nur nebelfeucht wird, mehr nicht. Trockener Dampf, das ist so, wenn du mir mal gerade, das ist jetzt ein Reisemobil, was ihr habt, da ist der Nico, grüß dich Nico. Hi. Fairegge und Welz, ihr habt viele Vermietfahrzeuge, die sollen auch desinfiziert werden, sie sollen richtig sauber werden mit allen drum und dran. Da müht man sich schon manchmal ab an manchen Stellen, oder? Genau, unsere Mietkunden sollen ja auch ein sauberes Fahrzeug bekommen und von daher lassen wir uns das Ganze heute mal vorführen. Hast du eine Stelle, die schon ein bisschen älter ist, wo wir außen mal zeigen können, was gerne mal so hartnäckig ist? Müssen wir Nico mal fragen, der kennt sich da besser aus. Nico, zeig mal, was ist denn noch? Gerade schon mal probiert an den Felgen. Ja. Hat an sich super geklappt. Okay. Also wir waren begeistert. Gut, jetzt ist die Felge relativ neu, muss man sagen hier. Dass sie ist neu, aber der Dreck ist ja trotzdem schon drauf. Ja. Man sieht es ja. Ist die jetzt sauber, die Felge schon? Oder? Nee, das Fahrzeug kam zurück von der Reise und ja. Dementsprechend sieht es auch ein bisschen dreckig aus. Was ich toll finde, wir machen gleich die Felge, sind so Sachen hier. Guck mal hier. Das ist so Dreck, der bei den Gummidichtungen drin ist. Richtig. Aber vielleicht mal zunächst mal die Felge, wenn du mal waltest. Was ist zu tun? Okay, das Einzige, was ich mache, sorge dafür, dass der Dampf einmal Kontakt hat mit der Oberfläche, wische nach und dann sollte eigentlich immer alles weg sein. Nochmal, das war's? Das war's. Ungefähr die Temperatur von Dampf? Zwischen 180 und 200 Grad. Das heißt nicht auf die Haut? Nein, das macht nichts, ich verbrenne mich daran nicht. Die Leitfähigkeit fehlt ihm auf der Makroebene, aber auf der Mikroebene hat er seine ganze Energie, die er entfalten kann. Hast du gehört? Du kannst dich nicht verbrennen? Ich kann mich nicht verbrennen. So. Ich habe es gerade auch schon getestet. Ich darf mal deine Hand sehen, wenn du die Gamma hast. Ja. Mach mal. Ich habe es gerade schon ausprobiert. Das ist nicht zu Hause wie mit einem Dampfreiniger. Echt? Ja, funktioniert. Ist das zu mieten oder kann man es kaufen? Das? Kann man kaufen, kann man leasen. Preis, was kostet das? Naja, so bis zu 4.500 Euro netto kommen da schon mal zusammen. Aber man muss sagen, es spart ja unglaublich viel Zeit, es wird richtig sauber und ich nehme an, so Viren haben keine Chance. Also Viren sowieso nicht, die werden abgetötet, Viren, Bakterien, also auch Corona hat hier keine Chance. Und was man spart, Wasser, 95% weniger Wasser als in der herkömmlichen Reinigung, keine Chemikalien, absolut keinen einzigen Tropfen und die Arbeitszeitersparnis ist natürlich auch enorm. Kann ich damit zum Beispiel Navigationssystem reinigen? Ja, kein Problem. Geht. Ja, zeig mal bitte die Felge. Das ist ja krass. Also ich kenne das nur mit Hochdruck, Tornado heißt das System, das kennst du auch. Ja, dann drückt man den Dreck in die Poren rein, anstatt dass man es rausholt. Ja, das sagst du jetzt so. Also ich finde den auch nicht schlecht. Der Tornado hat einen Nachteil, er ist sehr laut und er hat Frequenzen, wo du den Kopfhörer brauchst. Wie ist das hier bei dem System? Ja, also Frequenz kann ich nicht sagen oder wie viel Dezibel wir hier arbeiten. Wenn ich mit einer hohen Stufe arbeite, das, was man gerade gehört hat, kann man mit leben. Aber wenn es nachher kommt, man nochmal auf eine niedrigere Stufe. Dann hört sich das nur noch so an. Okay. So, das war jetzt ein Teil der Felge. Jetzt mal vielleicht mal die Stelle hier. Mach mal Hochdruck. Das wollen wir mal sehen. Okay. Wow. Ist es gut? Ich finde es erstaunlich. Also das sind ja gerade die Stellen, wo sich dann unsere Wäsche auch, ein Abbrechen mehr oder weniger, weil du da einfach nicht so gründlich herkommst. Okay, das heißt auch, da wird jetzt keine, irgendwelche Weichmacher werden nicht rausgezogen? Das überhaupt sind so, nicht. Gar nicht, ja. Überhaupt nicht. So, haben wir denn irgendwas, warte mal, muss da irgendwas geben, was noch ein bisschen dreckiger ist? Hier vorne, das ist eine schwierige Stelle, da ist Dichtmittel zum Beispiel, das taftet da dran. Das wird wahrscheinlich nicht gehen, aber wir werden sehen. Ausprobieren. Ja, das Dichtmittel ist sehr zäh. Das kann nicht gehen. Also das ist in Ordnung. Okay, das war gut. Schade, dass das Auto so neu ist. Ja, weil du hast normalerweise diese... Warte mal, die da, ja. Das ist schön.
krass. Gerade so. Auch die Beklebung, was du sagst. Ja. Beschädigt die Beklebung nicht, weil das ist ja hier alles geklebt. Und das soll es an sich nicht lösen. So, das hat funktioniert und zwar, also ich hoffe, ihr könnt das sehen, das ist komplett sauber geworden. Das ist gut. Ja, es ist neu. Ich hab zuletzt mal einen Reiniger gezeigt, der war genauso beeindruckend. Da waren die Leute richtig gut. Das sind natürlich 4.500 Euro, das wird sich der Privathaushalt nicht kaufen, oder? Selbst dort haben wir unsere Kundschaft. Ehrlich? Selbst dort gibt es welche, ja. Für praktisch zu Hause und so weiter. Wirklich nur für den privaten Gebrauch, ja. Kalk, das Wasser sollte kalkfrei sein, oder? Das spielt keine Rolle. Dadurch, dass die Maschine sich selbst entkalkt, können wir mit normalem Leitungswasser arbeiten. Aber destilliertes Wasser oder Osmosewasser, kein Problem. Okay, dann wird es noch sauberer, das Ergebnis, oder wenn ich es nicht... Nein, das nein. Ergebnis bleibt das gleiche. Das heißt, ich brauche im Prinzip die Tücher, die Mikrofasertücher, davon brauche ich viele, oder? Ja, wenn ich mal eine Grundreinigung hernehme, brauche ich für so einen Wagen bestimmt mal 10 Tücher, aber macht nichts, ab in die Waschmaschine. Cool. Komm, wir gehen mal rein, dann zeig mir mal, was man drin machen kann, denn drinnen, da traut man sich ja gar nicht so mit Wasser und so weiter ranzugehen, Nico, oder? Das ist so, gerade in den Schränken. Ja, gut, das sind halt dann die Ecken, wo die Damen, sag ich mal, nicht so ganz hinkommen. Also liebe Damen, wenn ihr mal so einen richtig fleißigen Reinigungsmann sucht, ja, dann ruft den Nico an, wir geben gleich die Rufnummer durch. Der kommt auch nach Hause und reinigt euch die Badezimmerschränke und so weiter. Denn aber du siehst das selber, wenn die Leute sagen, ich habe es sauber gemacht innen, da guckst du nochmal mit deinem geschulten Auge drüber, der Nächste, der kommt, soll ja ein quasi neues Auto kriegen, oder? Genau, die Schubladen, da hast du hier und da immer nochmal Krümel, zeig mal. Reste. Also hier, das ist noch nicht aufbereitet, oder? Das ist noch nicht aufbereitet, der kam jetzt so von der Miete zurück. Ah, der ist hier schön verschmiert. Guck mal hier vorne. Deswegen haben wir auch dieses Fahrzeug hier ausgewählt. Genau, hier hast du immer noch Krümel. Gut, das bleibt nicht aus. Kommt auch zur nächsten Miete, wird alles wieder sauber gemacht. Stefan, warte mal deines Amtes. Ja, das ist ja, glaube ich, nur Fett. Und Fett ist kein Problem. Ein bisschen Hitze, dann löst sich das normalerweise immer auf. Mach mal. Drüber fährt, merkt man, da ist kein Rückstand mehr, es schmiert nichts, es ist alles komplett verschmiert. Mach mal oben drauf die Oberfläche, weil die ist so verschmiert, die Glasplatte. Die Glasplatte? Ja, oben drauf. Das ist, siehst du, die ist so richtig schön, ja. So datschig. Krass. Fenster gehen auch damit? Ja, die Fenster funktioniert wunderbar, ohne Schlieren, einmal drüber wischen, fertig, hat sich die Sache erledigt. Das heißt nichts, der Fenstersauger brauchst du nicht. Nee, brauchen wir nicht. Das spielt kaum. So, Elektrik. Hier oben haben wir ein Bedienpanel. Das kann man auch machen, oder? Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Weil wir arbeiten ja, wie gesagt, so trocken, dass nichts passieren kann. Natürlich gehe ich dann mit einer kleineren Stufe heran. Da wird drüber gedampft. Das reicht aus, um sämtliche Fingerabdrücke wegzubekommen. Und das war's. Boah, das erinnert mich an so einen Supermarkt, da standen ja auch immer davor so irgendwelche Gemüseschäler. Zu Hause klappt das meistens nicht so, wie die das vorgeführt haben. Denkst du, das könnte klappen hier drin? Weil er macht ja nichts anderes, wie auf eine Taste drücken. Genau, er drückt auf eine Taste, er wischt hinterher und vom Prinzip her, wir werden gleich nochmal andere Fahrzeuge ausprobieren. Ja. Im Prinzip bin ich vom begeistert. Von begeistert. Jetzt muss nur noch, klar, der Preis, man kann es leasen, wenn man es least, im Monat, was kostet sowas? Ja, wenn man so 4 Jahre leasen würde, liegen wir so bei ungefähr 112, 113 Euro. Okay, also das ist natürlich im Vergleich zur Arbeitsersparnis, wenn du guckst, Stundensätze und so weiter, das spart der Kunde ja letztendlich auch, ihr spart die Arbeit, es wird noch sauberer. Was ist noch eine schöne Stelle hier? Badezimmer. Lass uns da mal reingehen, denn das ist jetzt, oh ja, da sehe ich schon, der Spiegel zum Beispiel ist richtig schön angeschlagen. Siehst du den? So, er holt ein Mikrofasertuch. Da sind Toucher und ich glaube gerade die Frauen, die Männer sind da meistens, wenn die das Fahrzeug in Empfang nehmen, nicht so ganz so genau. Aber die Frauen sehen, glaube ich, jeden Schmutz in jedem Badezimmer. Man möchte natürlich auch, wenn man ein Fahrzeug sich nur ausleiht, auch ein sauberes Fahrzeug haben. Von daher legen die ja doch schon Wert drauf. Ja. So Stufe 2, oder? Ja, ich werde das jetzt mal einfach versuchen in Stufe 1. So, wichtig ist, das Tuch soll sauber sein. Das heißt also, eine gewisse Anzahl von Tüchern sollte man haben. Aber die kann man waschen, gell? Die kann man waschen. Okay. Bis zu 95 Grad.
So. Ganz wichtig ist ja auch die Toilette. Also ich glaube, das ist so eine Sache, da gucken die Leute rein, da, wenn die da so ein Bähgefühl kriegen, dann schreiben die schon bei Google rein, hier, Fahrzeug war nicht so toll. Genau, da legen wir auch echt Wert drauf, dass wir die Toiletten sauber zurückbekommen, ja, und dementsprechend der Kunde die auch sauber nachher in Empfang nimmt. Ich darf mal sehen, eine Toilette würde auch gehen? Würde gehen, zeige ich Ihnen. Würde ich allerdings eine andere Düse holen, HACCP. Ja, mach mal. Ne, dann, andere Düse ist super. Genau, dann nehmen wir eine rote Düse. Hast gehört, eine rote Düse? Ja. So, das heißt, ist ja oft so, wenn die das zeigen, ich meine, du kennst das ja selber, ja, das klappt denn immer vom Supermarkt, klappt das immer, aber... Ja, zu Hause stehst du alleine. Stehst du alleine. Es funktioniert nicht so. Das lang ist das Prinzip ja echt simpel. Schauen Sie, Rotwein geht sofort raus. Da bist du zu Hause und denkst dir, mein Gott, was hat er dir erzählt? Ja. Ich nehme an, das ist auch unter anderem in Krankenhäusern im Einsatz, oder? Also in Krankenhäusern noch nicht wirklich, aber in vielen Arztpraxen, Zahnärzten sind die Dinger schon im Einsatz. Ja. Damit könnte man natürlich auch den Mundraum... Nee, gut. Ja. Komm, wir machen mal... Nehmen wir mal das, was in den Mund reinkommt, das geht dann, ja. Ganz normale Reinigung der Oberfläche. So, du machst jetzt immer vorne ein bisschen auf das Tuch drauf. Ich nehme an, am Anfang kommt ein bisschen Wasser raus, oder? Genau, es ist bald immer die Gefahr, Gefahr im Schlauch ist ein bisschen Kondenswasser. Mhm. Deswegen habe ich immer ein Tuch bereit, dass ich mal einmal da rein dampfen kann. Und danach kommt der Dampf trocken raus. Oh, okay. Also was genial ist, spritzt nicht, weil du hast ja keine Lust, so dieses Zeug, was dann abgemacht wurde, dann noch ins Gesicht zu kriegen. Genau. Ach, du kommst an die Ecken rein. Ja, eben, die kleinen Ecken, Ritzen, Kanten. Dann bekommt man die schön sauber. Sag mal, du hast schon einen Job hier, weil ich glaube, du könntest... Sofort anfangen. Sofort anfangen. Ah, in die Ritzen auch. Warte, ich mach mal ein bisschen mehr Licht für dich. Dann haben wir... So. Dadurch, dass die Temperatur von dem Dampf auf der Mikroebene immer noch sehr hoch ist, werden auch gleich alle Keime und Bakterien mit abgetötet. Krass. Also eine Nachdesinfektion ist nicht erforderlich. Okay, Kühlschrank, wo wir schon dabei sind. Auch das ist so ein neuralgischer Punkt. Wenn da irgendwie Bäh drin ist, das kennst du und so weiter. Das ist, glaube ich, so eine Sache, da könnte das Gerät auch helfen, ne? Gehe ich ganz stark von aus. Wollen wir mal gucken, ob Bäh drin ist. Ja, Bäh, warte, ich da guck mal. Da war aber ein guter Kunde hier. Kein Bäh. Kein Bäh. Ah, da vorne ist so ein bisschen rot, siehst du das? Aber im Eisfach. Im Eisfach, mach mal. Da läuft immer gern was aus. Nee, sieht auch gut aus. Da vorne ist noch ein Haar. Aber das... Gut, das nehme ich so auf. Das nimmst du so auf. Also hier braucht man nicht so viel zu machen, aber zeigen vielleicht einmal hier vorne diese Teile. Da kommt man ja auch schlecht rein, oder? In diese Kunststoffteile. Genau, die werden halt jedes Mal rausgenommen und dann sauber gemacht. Wir schauen es uns an. Ah, hier vorne hast du Bäh. Guck mal da, siehst du? Das Rote da. Da links. Da. Oh, krass, hast du gesehen? Ist weg. Ist weg, ja. Sehr gut. Das ist nämlich immer da bist du mit dem Fingernagel dran, piddelst das ab. Ja, das ist gut. Ja, ich bin recht überzeugt. Das ist cool. Die meisten Leute mieten oder kaufen? Was machen die? Ja, das kommt immer ganz drauf an. Also ich denke mal, es gibt sich die Waage. 50% kaufen, 50% leasen, mieten seltener. Guck mal hier oben, da ist noch ein bisschen Schmierfilm. Siehst du da oben am Heki? Da unten in der Ecke, siehst du da? Da glaube ich einmal rum. Ja, genau, komm mal rum. Wenn du mal da oben in die Ecke guckst, siehst du da dieses... Klar, dass das heiß ist. Ich glaub, die Hitze, das ist allein schon ein Reinigungseffekt. Die Matratzen, wie gehst du denn da vor? Mit den Matratzen, dann nehmen wir uns mal eine Bürste mit einem Tuch drumherum, um die oberflächlich sauber zu machen. Bei Flecken versuchen wir es, das klappt nicht immer, aber die Erfolgsquote ist recht groß. Aber wir können das gerne mal hier versuchen. Ja, mach mal. Da ist nämlich ein kleiner Fleck. Hier vorne oder so ein Abdruck. Habt ihr schon mal Polsterflecken? Also normalerweise das Wundermittel Tornado, kennst du? Das kenne ich so jetzt tatsächlich nicht. Muss ich dir mal zeigen, denn wir sind ja neben Porsche. Da ist eine Aufbereitungsfirma und er kennt es auf jeden Fall. Ja, ich kenne das. Okay. Es wird jetzt natürlich ein bisschen feucht werden, aber das wird nicht eingenässt. Das heißt, nach einer Stunde ist das auf jeden Fall wieder trocken. Ja.
kann davon ausgehen, dass dieser Fleck komplett verschwunden sein wird. Wir müssen halt leider warten, bis es trocken ist, aber... Was ich toll finde, ist, dass du jetzt wirklich das ganze Sofa machen kannst, weil die Stelle wird wahrscheinlich etwas heller sein wie der Rest. Aber auch das wäre schnell gemacht, oder? Das wäre schnell gemacht, ja. Ich kann das mal kurz zeigen. Magst du mir mal diese Verlängerung geben? Und mit, genau, das gibt mir das Ding einfach mal her. Ach, das ist so eine Bürste, oder? Ja, ganz genau. Dann nehme ich jetzt zum Beispiel bei größeren Flächen nehme ich so eine große Bürste, einen Sessel oder wie auch immer. Da gibt es ihn klein und dreieckig. Dann kommt man so schön um die Seiten ran. Und hiermit dampfen wir jetzt quasi die Oberfläche aus, um die gröbsten Verschmutzungen von der Oberfläche wegzubekommen. Und das Mikrofasertuch nimmt das gleich auf, oder? Nimmt das gleich auf. Es riecht gut. Ja, riecht wie nach dem Bügeln, ne? Es riecht wie nach dem Bügeln, das hat er gut gesagt. Es ist sogar schon schwarz geworden ein bisschen. Ja, ein ganz kleines bisschen. Ganz kleines bisschen. Die Kollegen, die hier vorher den Wagen benutzt haben, die waren wirklich sehr vorsichtig. Aber trotzdem, das befindet sich halt immer noch in dieser Oberfläche drin. Das ist krass, guck mal hier drauf. Das Tuch ist jetzt ist auch nicht ganz nass. Ne? Nee. Das bedeutet, du kannst Zeit sparen, es nimmt es direkt auf. Ja. Du kannst Oberflächen reinigen, die, wo du schwieriger rankommst normalerweise. Du kennst das ja selber. Wenn du rangehst, sag ich mal. Klar, saugst du drüber her, machst vielleicht hier und da nochmal Fleck weg. Aber was ich toll finde, ist das Armaturenbrett, weil das sehen die Leute die ganze Zeit drauf. Und wenn da Krümmel drin sind, auch da mal kurz zeigen, das ist wahrscheinlich ein Traum, oder? So ein Armaturenbrett. Armaturen klappt hervorragend, ja. Ja. Das ist richtig. Ohne dass das ganze Auto dann abraucht. Ja. Genau. Ich zeige auch gleich mal noch was, wie man mal gleichzeitig die Lüftungsschlitze desinfizieren kann. Die Schlitze selber? Ja. Hier vorne sieht man übrigens hier an dem Schlitz, da ist so Bäh dran. Mhm. Das Auto ist ja recht neu, muss man sagen, oder? Das wird aber benutzt. Ist jetzt ein Jahr in der Vermiete. Seit einem halben Jahr haben wir hinten den Hundeausbau auch mit drin. Das ist ein Hundeauto. Das ist genau speziell für Kunden, die auch dann ihren Hund oder ihr Haustier mitnehmen möchten. Für die Heckgarage dann der Durchgang wird auch super gern genutzt. Okay. Oder das Display einfach kurz antatschen, drüber wischen, alle Fettfinger weg. Mhm. Krass. So, und hier, das ist natürlich hier diese Ablage hier. Die finde ich besonders klasse, weil da ist immer ein bisschen was drin. Mhm. Weil da haben die Leute ein Eis vielleicht reingelegt, eine Eisverpackung oder irgendwas anderes. Das ist ja zulässig. Da vorne ist zum Beispiel ein bisschen, ja, siehst du da auch? Mach mal. So, wenn du jetzt mal gerade mit Vollgas mal rangehst, das dürfte man auch, oder? Das dürfte ich auch. So, ich würde es kaufen, aber das lasse ich jetzt mal der Firma Verecke und Wels mal offen. Das Ganze wird man ja sehen. Du wirst das heute noch weiter testen. Wir drehen heute um 12 Uhr einen großen Film. Wir werden nämlich zeigen, was man alles mieten kann. Du hast das Ganze schon mal aufgebaut. Wir gehen mal ganz kurz hin, zeigen es mal. Du hast eine riesen... Erstmal vielen, vielen Dank, Stefan. Wenn man das haben möchte, wie kann man dich erreichen? Ja, unter der Firma BlueStevo. Blue wie blau, stevo.de. BlueStevo.de. Und da sage ich einfach Stefan. Es gibt nur einen Stefan. Es gibt nur einen Stefan. Es gibt einen Wolf. Das ist mein Bruder. Okay. Wir betreiben die Firma gemeinsam. Und da erreicht man uns immer. Wenn das super gut klappt, ja, dann melde ich mich bei dir. Dann will ich so ein Gerät haben. Da werden wir uns einig. Okay? Ja, da werden wir uns einig. Danke. So, jetzt gucke ich mal. Felge und Wels, wir sind in der Nähe von Osnabrück in Bissendorf. Ihr habt was ganz Besonderes. Ihr habt eine Vermietstation, die ist sensationell. Und da werden wir gleich ein Video machen. Das hier ist nur ein kurzer Vorgeschmack. Denn die Qualität der Übergabe der Fahrzeuge, dass die wirklich sauber sind, da hast du, obwohl du ein Mann bist, ein unglaubliches Auge drauf, oder? Ja, da sind wir auch tatsächlich sehr pingelig. Sowohl bei der Rausgabe als auch bei der Rücknahme nachher. Und das ist von Kastenwagen zu Morelo und man hat schon vieles gesehen. Der Matthias ist aber auch, muss man sagen, der Matthias Wels ist ein sehr genauer, muss man sagen, auch das Setup hier, wie du hier stehst, Jacke und so weiter, das ist ein Teil des Gesamtauftritts. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau, ja klar, für jeden Kunden ist es natürlich auch schön, wenn man sofort sieht, mit wem habe ich es nachher zu tun, so ungefähr.
Und klar, auch wegen der Sauberkeit jetzt nochmal. Wir haben Fahrzeuge hier im Wert von 350.000 Euro, wenn wir mal hinten auf die Morelo schwenken. Pro Stück? Pro Stück. Also das heißt, hier steht ungefähr 1 Million, oder? Nicht nur eine, ja. Auf der rechten Seite hast du die Kastenwagen, genau, die kannst du sehen. Von Kastenwagen bis über einen Teilintegrierten. Dann die Ape kann man auch mieten? Die Ape, nee, die steht noch tatsächlich nicht zur Miete. Allerdings läuft sie noch einwandfrei. Läuft noch einwandfrei. Also, ja. Das heißt, Kastenwagen werden wir zeigen. Wir werden die Unterschiede zeigen. Das wird ein ausführliches Video. Man kann bei euch nicht nur den Urlaub buchen, man kann auch Fahrzeuge testen für eine Woche zum Beispiel. Das machen viele. Klar, wir haben auch extra für die Leute, die jetzt neu im ganzen Campingbereich sind, die Mieten jetzt runtergesetzt auf 6 Tage Mindestmiete. Heißt, wenn man wirklich sagt, komm, wir wollen erst mal einen ersten Eindruck von dem Ganzen uns verschaffen, sind die Leute auch herzlich willkommen. So, und das sind unsere 3 Flaggschiffe. Ihr habt insgesamt 5 Morelos in der Vermiete. Das ist sensationell. Da, ich sag mal, gibt es eine große Einweisung mit dabei. Die Leute haben ein bisschen Angst am Anfang. Klar, die Neulinge gehen da erstmal leicht ängstlich dran. Allerdings nehmen wir uns dann auch die Zeit pro Einweisung. Wenn es 2 Stunden, also 2 Stunden planen wir an sich immer bei den Morelos. Wenn es nachher 2,5 oder 3 Stunden sind, ist auch alles in Ordnung. Ja, jeder Kunde soll hier vernünftig vom Hof fahren. Ich frag mal gerade, hier vorne ist der Alkoven, der ganz neue. Also das werdet ihr alles in einem extra Video sehen, das große Vermiet-Special. Ich glaube, das wird sensationell werden, denn ihr werdet alles erfahren, für wen eignet sich welches Wohnmobil, was passiert bei Schäden, was passiert, wenn mal eine Panne ist und so weiter. Da habt ihr alle natürlich Leitfaden dafür da, die kriegt der Kunde mit und so weiter. Du hast eine Antwort, ihr seid erreichbar auch am Wochenende? Genau, wir sind in der Woche von 9 bis 18 Uhr erreichbar. Am Wochenende bis 14 Uhr, von 9 bis 14 Uhr. Und klar, wir geben bei der Einweisung, bei der Übergabe alles an Dokumenten mit, was der Kunde nachher braucht. Ist eine Panne da? Ist was mit dem Motor? Muss er bei Iveco vorfahren? Muss er bei Fiat vorfahren? Da kriegt er jede Notfallnummer mit dabei. Und klar, ansonsten jederzeit auch bei uns dann anrufen, wenn was sein sollte. Ja, wir sind bei Fairegge und Wels. Ich fand die Vorführung so geil, weil ich muss sagen, der Stefan, das ist immer so, wenn jemand sowas vorführt, ich zeig dir mal, der Strecke, aber das ist echt cool, cool das Teil, oder? Ja, ich bin auch begeistert. Also wir werden gleich nochmal andere Fahrzeuge wirklich ausprobieren, die vielleicht auch noch ein bisschen dreckiger aussehen, ja. Die nicht so sauber zurückkamen. Ja. Das werden wir dann sehen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Nico? Genau, Nico. Nachname? Jansen. Nico Jansen von Fairegge und Wels. Ihr seid in Bissendorf. Das hier ist übrigens nur ein ganz kleiner Teil eures Betriebes. Das ist die Servicewerkstatt oder ein Teil davon, der da ist. Da drüben geht es noch weiter. Einige 1000 Quadratmeter habt ihr hier und 60 Mitarbeiter. Danke. Tschüss, Stefan. Ciao. Nico. Ciao.